Sonntag, 20. Dezember 2020, 7 Uhr morgens oder so, 8 Uhr morgens, hier ist Aral. Und das ist die Kamera einfach laufen, One-Taker-mäßig bis zum Eisenerplatz. Also wir jetzt hier in 48 oder so. Sag nicht viel, guter Schön. So ein Sonntag, ich bin eigentlich maskenbefreit, das heißt, ich werde sie ab und zu mal abnehmen, aber ich lasse jetzt mal auf, aus Gründen, weil das ja auch viele andere tragen müssen und zeigt euch Bilder. Der Bus hatte Vorfahrt. Linke Seite. Lass schön schwimmen gehen. Rechts kommt jetzt ein Döner, wo ich mit Asal schon öfters mal essen war. Hensdecker Döner. Das heißt irgendwie Racer oder so. Racer? Hensdecker Döner. Kann ich dir erzählen. Also, hier darf ich mal Döner essen. Also, die rechte Seite, ich glaube Risa oder so heißt es. Ganz, ganz lecker. Hier sieht auch eine Werbung von Burger King. Hier, da, in der Litfaßsäule. Fleischlose Burger, auch nicht schlecht. Da, Burger King. Irgendwas fleischlos. Jetzt hier rechts kommt dieser leckere, was ich ausstellen kann. Rüyam. Rüyam, Gemüsekebab. Ganz lecker. Sparkasse. Hier so ein Fittix.
Rechte Seite, kommt für dich. Max und Moritz, auch lecker. Das ist lecker, der Döner. Hier ist für dich. Hier oben. Teddy, da oben ist für dich. Ist ein Rewe, auch drin, wo ich arbeite, meine Firma. TK Max, auch ein schönes Center hier. Das ist der Walter Schreiberplatz, glaube ich. Also, ich bin Master of Fight, das ist kein Mensch, deswegen, also, ich um Entschuldigung, dass ich jetzt eine Ausnahme hier habe. Aber ich bin wirklich befreit. Ja, aber ich werde es ab und zu aufsetzen, damit sich auch gut hört. Hier ist Fit One, ist auch ein geiles Fitnessstudio, von Grünet. Die dann hier nach rechts drin zum Fit One. Hier ist Julius Leberbrücke, hier rechts hoch. Ist auch eine S-Bahn-Station, S1 fährt da lang. Die fährt zu mir nach hinten. Hier ist ein Friseur, Herrenfriseur. Kfz-Kunden, Pflegemittel, Spätkauf, Blumendillig, Zahnarzt, Frühstückshaus, Gemüse, Mivlada, Fischrestaurantweg, hier ist was Neues zu vermieten, wenn man Laden sucht, Pizza, Döner. Hier ist auch ein riesen Fitnessstudio oder was neu gemacht, District One, keine Ahnung, Coworking, Spätkauf, Apotheke. Also ihr seht, Berlin ist so schnelllebig, hier ist kaum ein Laden drin, ist er wieder weg. Ja, also das ist hier, das ändert sich hier irgendwie gefühlt täglich. Das ist hier ein anderer Laden. Irgendwie drin. Forum Schöneberg, die Grünen, finde ich sehr gut. Ja? Hashtag Green, 26. Mai 2021. Fette Party und aber auch denn im Herbst Bundestagswahlen Grün wählen. Empfehle ich. Ich werde es tun. 100%. Aber ihr könnt natürlich auch irgendeine andere Partei wählen. Demokratie, werde ich mich auch auf jeden Fall anpassen. Friedrich Merz zum Beispiel finde ich auch ganz gut. Hauptsache ist mir wichtig, dass die Menschen glücklich sind, dass die Tiere nicht mehr gequält werden, dass das aufhört, ist mir ganz doll wichtig. Am liebsten so eine Koalition zwischen CDU und Grünen. Und dass dann der Bundeskanzler dann auch irgendwie ein Team macht. Nicht nur eine Person, am besten irgendwie zwei, drei Menschen, am besten die Anna Baerbock, der Habeck und der Merz, zu dritt Bundeskanzler. Als Team, das ist nicht nur einer, der diese Aufgabe übernimmt, sondern dass sie als Gruppe, als Dreierteam, als Three-Force diese Chefsache da von Deutschland übernehmen. Das wäre mal sinnvoll. Ja, dann kann man ja sagen, okay, einer gewinnt jetzt die Wahl, aber Herr Merz vielleicht gewinnt die Wahl mit Bundeskanzler, aber Frau Baerbock und Herr Habeck unterstützen ihn gleichberechtigt. Das ist jetzt hier die Hauptstraße, Ecke Pallasstraße. Hier waren noch mal ganz viele Krawalle an Silvester, ganz viele Polizeieinsätze und so. Mittlerweile sieht es ziemlich sauber und ordentlich aus. Haben das hier aufgeräumt hier, finde ich ganz gut. Ja, Straßen sehen sauber aus. Vielen Dank nochmal an BSR, an die Polizei, an alle Feuerwehren, an alle, die mitgeholfen haben. Das sieht jetzt richtig viel schöner aus als in meinen Erinnerungen. Hier linke Seite ist ein Kindergarten, wo ich mal gearbeitet habe. Da wo die sind. M&M Back, frisches Haus, Spätkauf. Da habe ich mal für Kita-Personal mit, genau, habe ich hier gearbeitet. Okay, ja. Hier ist so ein türkischer Gemüsehändler und Fleischhändler, also das Müllig Supermarket, Tattoo-Laden. Hier ist auch ein Hausarzt, wo ich ganz oft war, so der Steffens, glaube ich, heißt der, bei dem Fischladen hier, Hermann Steffens. Zuria, Badladen. Danke Nico, wo ist der Nico? Rötes Licht am Ende von 2020, geil. Logo Strom, hier in Durstexpress, auch nicht schlecht. Miteinander, die Logik war Sozialet und was da? Unsere wichtigste Dienstwaffe. Keine Ahnung, was das dahinter ist. Polizei Berlin. Achso, die suchen noch Leute wahrscheinlich, gute Leute, gute Polizisten, im reinen Herzen. Run and Clothes, Arztzentrum. Hier ist der Wittenbergplatz mit da hinten. Da ist Aki Sushi und Wissigewatt. Rechte Seite kommt Hotel. Oh, ein schönes Hotel, glaube ich. Dieses, ist hier Sofran, ich weiß auch nicht. Restaurant. Burger Döner. Ich meine, da sind wir schon vorbei. Hier war doch auch nochmal ein Hotel. Hab ich noch verpasst jetzt. Da war Schulz Hotel oder wie es hieß. Hier ist oben ein Hotel, war? Novum Hotel. Ja. Hotel City B. Hier ist auch ein Döner, ist der Grill.
Jetzt kommen wir wieder in diese Area. Das ist hier die Bülowstraße. Sieht auch ein bisschen sauber aus. Hier ist ein Blitzer. Vorsicht. Die Kurfürstenstraße ist extrem gefährlich. Zumindest war es früher extrem gefährlich. Hier ist Straßenstrich. Prostituierte überall. Und eben halt eine kaputte Gegend. Aber mittlerweile sieht es hier viel schöner aus als in meiner Erinnerung. Ja, kann ich nur sagen. Also die haben hier wirklich auch wieder aufgeräumt, sauber gemacht. Hier ist wieder ein Rewe. Straße links drin sind neue Wohnungen gebaut. Also sieht mir nicht mehr so extrem nach Rotlicht aus wie früher. Mal sagen. Supermarkt. Also wenn hier links drin ist, kommt bitte, ist der Straßenstrich. Und da sind aber jetzt Eigentumswohnungen gebaut und so weiter. Hier ist eine riesen Werbung von Netflix. Auch nicht schlecht. Nur eine Geschichte und du fragst nicht mehr wo, sondern wann. In jeder Geschichte kommen wir uns näher. Netflix. Ich habe einen grünen Pullover an. Danke, Netflix, für die Werbung. Richtig grün. Hier ist Kurfürsten. Und da ist Kurfürstenstraße. Wo ist die zweite Uhr? Schülerfeuerwehr rein. Kaplan, Döner, die letzte zu essen. Ganz lecker. Hier ist Burger King, Puschels Pub, Kavessler Grill. Das ist meine alte Heimat hier, wa? Jetzt kommen wir hier, das ist die Pullstraße, hier oben arbeitet links im Kindergarten, meine Ausbildung gemacht. Die Erzieherin arbeitet jetzt bei, wohnt bei mir in Friedenau. Hier so ein Bastelladen, weil ich auch mal früher Harp, Werbung, Behrend. Hier kommt der Wintergarten, auch nicht schlecht. Varieté, so ganz viele Shows. Goldene Jahre oder so. Und jetzt kommen wir zur Lüsowstraße. Hier ist ein Hotel. Michael Stratmann hat hier mal übernachtet. Wir haben noch 5000 Euro schuldet. Hier ist ein Gourmetbäcker. Stattung. Hier ist Lottoladen. Gourmetbäcker. So, und hier ist Lüsowstraße. Hier ist Feuerwehr. Ist irgendwas passiert? Schlimm. Nicht böse. Immer nicht. Ist gefährlich, darfst du nicht. Irgendwas Schlimmes passiert. Polizei, also unser Einsatz. Und jetzt die rechte Seite kommt die Besichtigungshalle. Wer gewohnt? Ja, 15 Jahre lang in diesem Haus wird jetzt alles neu gemacht. Ich habe ja schon ernsthaft erzählt, meine Mama verkauft. Das ist 5 Jahre schon her. Oder 6 Jahre schon? Ein ewig her auf jeden Fall. Sieht man da hinten am Ende der Straße. Bisschen Zeile 5. Da. Bäume verdeckt ein bisschen. Wird neu gebaut. Hier ist Casino, nicht hingehen. Gefährlich. Hier waren wir 40 Seconds da oben. Schöner Club, jetzt ist das Restaurant, glaube ich. Golf, das heißt, ein geheimer Restaurant. Schöne Potsdamer Brücke, Sonne und Potsdamer Platz da hinten. Ne? Wird halt auch neu gemacht. Die ganzen Arkaden werden neu gemacht. Hier ist das Kulturforum. Schöneberger Ufer. Boah, schon anstrengend, so eine Stadtumfahrt hier zu leiten, Alter. Arm tut doch langsam weh. Zwei linken Arm. Ist natürlich gut. Also früh morgens ist natürlich nicht los hier. Ne? Natürlich perfekt, dann hier so eine Stadtumfahrt durchzumachen. Fahrer. Okay. Und jetzt nähern wir uns gleich den Potsdamer Platz. Und ich sage, wo fährt denn der hier? Welcher Bus ist denn das? Entweder am 48 oder am. Ich würde sagen, steigt denn jetzt Potsdamer Platz aus? Oder vielleicht mit in die S-Bahn oder so? Guck, wie weit der jetzt hier fährt. Dann wollte ich eigentlich zum Alex, zum Fittix. Und dann, Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich dann zum Ostkreuz. Um 9 Uhr machen die auf. Und dann noch ein bisschen trainieren und schwimmen. Ist ja noch Ballad. Kurze Hose an. Aber, ja, vorhin war es ein bisschen kalt. Ja, meine Beine werden einfach richtig trainiert. Das ist richtig gut. Ich hatte vorher so eine dünne Beine, aber jetzt langsam trainiere ich auch mal die Beine. Hier ist eine riesige Bibliothek, mag auch mal Mitglied. Staatsbibliothek. Unzählige Bücher da. Philharmonie, ganz schön, könnt ihr schöne Musik euch anhören. Ganz toll. Hinten Museum, Solly Center, voll geil. Richtig schöne Architektur. Wahrzeichen hier auch mit von Berlin. Hyatt Hotel hier rechts. Geradeaus rechts ist Mandala. Auch ein geiles Geheimhotel. Oder ist ein Porsche oder Mercedes gerade. Rechts ist Spielbank. Links eine Giraffe, guck mal da. Leoland. Da. Jetzt geht's weiter hier, Potsdamer Platz, das ist der Barn Tower. Hier ist Klaus Thompson. Und seiner Firma, die da mit Energiestrom, Sport, irgendwie was, Street Food Festival. Okay.
ich jetzt hier? Ich bin einfach 40. Muss ich jetzt zum Bus steigen? Ja, den Bus steigen. Ja, danke für die Fahrt, ja, war cool, danke. Und der Busfahrer hier. Ciao, mach's gut. So. Weg jetzt mal erstmal einen Cut. Ich stecke jetzt in der S-Bahn, ist ein bisschen langweilig hier. So ein schönes Bild jetzt hier. Also, achso, ich wollte euch noch zeigen, mit der Zeitung, dass das der heutige Tag ist. Ich wollte euch noch beweisen. Ich bin Schwarzer erzählen. Später erinnert, ich hab das irgendwie an einen anderen Tag gedreht, alles. Alles wieder am nächsten, also nächsten Tag besser, schon so viel gedreht, aber mir macht das eigentlich Spaß. Kommt jetzt hier noch ein anderer Bus? 200er oder so? Das ist ein Quant etwa. Man sieht ja nicht so viel, wa? So ist erstmal eine Zeitung. Machen wir jetzt noch schnell fertig. Was ist jetzt die nächste Zeitung? Geh's mal runter in der S-Bahn. Hier ist Glück runter in der S-Bahn. Das runter gehen, dann mal da runter. Die Sicherheitsdienste. Im Winter wird hier mal so eine Rodelbahn aufgebaut. Das Hyatt Ritz-Carlton Hotel. Auch sehr schön. Da hinten ist Marriott und so. Hier war ich auch mal in der Firma drin, als ich geliefert habe bei Rewe. Da vorne ist der Eingang, das ist so eine riesen Firma. Da ist alles Mögliche drin. Ich sehe was. Tausende Firmen. Enterprise, hier ist ein japanischer oder asiatischer Pavillon zum Bieten. Jetzt wieder die Maske aufsetzen. Was ist denn jetzt der nächste Lokal? Nur da drüben, auf der anderen Seite. Das ist ja immer durchsteht. Das ist witzig, hier kannst du bei diesem Bahnhof hier. Ist ja, oh, was ist das hier? Ja, oh. Hat noch Platz um 1900. Untergrundbahnhof. Geil, alte Bilder. Also hier gehst du zur S-Bahn hoch. Und du kannst aber auch hier, ist so ein geiler, so ein Tiefbahnhof, da kannst du direkt zum Hauptbahnhof fahren. Wie spät haben wir jetzt hier? 8:27 Uhr. Wie spät ist jetzt? Schon mal gucken. 8:27 Uhr, was ist da unten? Wenn du jetzt hier runter gehst, die fahren jetzt zum Südkreuz und nach Spandau und zum Hauptbahnhof. So eine Regionalexpresse. Der fährt hier nach Schwedt. Kannst du hier runter gehen? Erst kommt ihr um 9 Uhr, was kommt hier? 8:27 Uhr, wie viel haben wir jetzt? 13, oh, noch 10 Minuten, mag jetzt nicht. Ich werde mit euch mal eine weiterfahren, aber. Hier ist wieder zurück zum Südkreuz. S-Bahn, also wieder hoch. Das Lottoladen, perfekt. Kann ich mal einen Cut machen. Ja. So, jetzt geht's wieder hoch. Schön, ja, eine Kreuzungsbahn, ja. Da links ist hier die Reihen, geht zum Tonicenter. Rechts hier so zur S-Bahn. Wenn ihr könnt euch auch mal den Plan hier dann festhalten. Ich halte mal kurz fest hier. Könnt ihr euch schon im Internet ausdrucken oder weiß ich was. Ja, mal interessant, wann hier die Züge alle fahren. Ich halte mal kurz still. Das würde mal, ja, weiß ich nicht. Kann man vielleicht schwer erkennen, wa? Ich halte mal kurz still. So. Hier ist Werbung wieder von Nico Molo. Oder? Hier zum Südkreuz. Und weiter auch zum Flughafen kommt die weitere Strecke, wenn der aufgemacht hat. Zum BER. 8:21 Uhr. Ich fahre jetzt aber nicht zurück. So, jetzt zeige ich euch nochmal kurz die Zeitung. Hier. Bitte. Bild am Sonntag. Tatort Hinterhof. 12 Schüsse in 15 Sekunden sind das. Sonntag 20. Du bist ja nicht fotografieren, der ist noch für Kaffee. Ich fotografiere doch gar nichts. Sie machen das. Es ist ein Video. Ja, ich habe kein Foto. Nehmen Sie ein Video, das lesen Sie das. Ich habe nur das Datum gefilmt, nee, Mann. Ich komme hier nie wieder her. Ja, scheiß Nervensäge. Hör auf, schlag mich doch. Schlag mich ins Gesicht, du Arschloch. Was sind das für ein Penner, Alter? Schlag mich, komm, schlag mich in die Fresse. Nimm deine Faust, schlag mich in die Fresse. Schlag mich, komm, schlag mich. Arschloch.
Habt ihr das gesehen? Er will mir direkt in den Fresse schlagen. Ich hab nichts gemacht, gar nichts. Außer das Datum gefilmt. Scheiß Arschloch! Wichser! Ich hasse solche Menschen! Ich hasse sie, ich hasse diese Menschen, ich hasse sie. Wie die Pest! Ich filme nur das verfickte Datum. Und er ist aggressiv, anstatt einfach mal freundlich zu mir zu sagen, nein, sie dürfen das nicht. Und das ist ekelwatt. Und es war wieder ein Südländer. Die sind immer meist, und nicht immer so, aber ganz viele sind so, dass sie sofort mit der Faust loskommen und wollen sich mit dir prügeln. Jedes Mal. Ich hasse, wenn irgendwann, ich sage euch, wenn so jemand zu mir kommt und ich mich verteidigen muss und ich jemanden aus Versehen treffe und der dann stirbt in meiner Wut und ich dann ins Gefängnis muss, mein Leben lang, wegen solchen Arschlöchern, dann ist hier Ende mit dieser schönen Welt, die wir hier erschaffen gemeinsam. Und deswegen solchen Arschlöchern, die gar keine Recht haben zu leben, meiner Meinung nach. Gut. Schön, dass ich mich jetzt so aufregt habe, aber ich kann nicht anders. Es ist einfach, wenn du hier in Berlin lebst und immer wieder auf solche ekelhaften Menschen triffst, kannst du dich einfach irgendwann nicht mehr beherrschen. 35 Jahre lang mache ich das schon mit dieser Stadt. Dass hier immer wieder Menschen kommen, die einfach widerlich und ekelhaft sind. Ich bete für Weltfrieden. Tut mir leid an alle Follower, den ich jetzt ausgerastet bin. So ist es nun mal. Ruhige mich jetzt wieder. Mach ich erstmal. Mein Gott.